Marcel Kohler, seit wissen wir, wie es für uns in der Europa League weitergeht. Sollten wir das Rückspiel gegen Frankfurt positiv gestalten, würden wir auf Schachtja Donetsk oder der VfL Wolfsburg treffen. Was ist da durch den Kopf gegangen, wo das Los in der Auslosung gesehen hast? Ja, dass das natürlich zwei sehr starke Mannschaften sind. Wolfsburg auch wieder aus der Bundesliga. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt dort. Und natürlich eben mit der Donetsk-Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr international dabei ist, unglaubliche individuelle Qualität mit Brasilianern, speziell in der Offensive. Und attraktives Los und ja, dementsprechend aber auch besonders schwer. Die Planung ist ganz speziell. Man muss zuerst das Rückspiel spielen, dann muss man abwarten, wer denn effektiv der Gegner ist. Also man weiss zwar die Paarung, aber noch nicht effektiv der Gegner. Was heisst das für die Planung von dir und der Mannschaft? Ja, dass man auf alles schauen oder auf alles muss schauen und dementsprechend halt auch eben dann die Match probieren überzukommen, weil man auch nicht kann dabei sein oder gross kann dabei sein. Also das ist jetzt alles in den nächsten Tagen, wo man das planen und dann schauen, dass wir so viel wie möglich Informationen bekommen. Es könnte wieder eine deutsche Mannschaft sein, aber auch Schachtar Donetsk, die wir auch schon hatten, die seit Jahren immer dabei ist in der Champions League und in der Euroleague. Also es wird in dem Viertelfinale, wenn wir so weit kommen, ein rechter Brocken. Der Modus, der ist ganz speziell. Es gibt ein K.O.-Spiel und dann wären wir eine Runde weiter. Was bedeutet das aus sportlicher Sicht? Ja, ich denke, in einem Spiel ist immer alles möglich. Oder? Da kann viel passieren. Da kann ein Platzverweis sein am Anfang oder ein Penalty und der kann irgendwie in eine gute Richtung gehen oder auch in eine schlechte Richtung. Also da ist alles möglich. Alles ist möglich. Vielleicht auch unter dem Aspekt der FC Basel, wenn er dann auf einen ganz grossen Namen sollte treffen als kleinerer Club, hat man in einem Spiel die Chance auf Tutti gehen und nochmal eine Runde weiterkommen. Ja, das werden wir sehen. Aber für uns ist jetzt vor allem wichtig, dass wir natürlich gegen Frankfurt wirklich durchkommen. Und dann schauen wir weiter.